Gegen 12.45 Uhr wurde die Feuerwehr Wiesbaden zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Mainz-Kastell alarmiert. Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss bereits im Vollbrand. Zwei Anwohner der Wohnung befanden sich zu dem Zeitpunkt im Treppenhaus und konnten sofort dem Rettungsdienst übergeben werden. Zurzeit werden sämtliche Wohnungen des Gebäudes nach vermissten Personen überprüft. Es erfolgt derzeit schon die zweite Überprüfung. Es ist aber davon auszugehen, dass sich niemand mehr in dem Haus befindet. Nein, es gab keine weiteren Verletzungen. Okay. Jetzt hat es ja relativ stark. Ja, wir hatten sehr schnell den Brand unter Kontrolle. Aufgrund der freien Wege im Treppenhaus, als auch auf der Straße, konnten wir sehr schnell zum Brandherd vordringen und diesen löschen. Es wurden zwei C-Rohre eingesetzt und insgesamt sind an der Einsatzstelle ca. 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Kastell und Kostheim sowie ca. 15 Kräfte der Berufsfeuerwehr. Ja, es ist nicht auszuschließen, dass sich noch Brandherde in der Wohnung oder aber auch in der Wohnung oberhalb der Brandwohnung befinden. Die werden jetzt abgesucht, die Wohnung nach Glutnestern. Wie schon erwähnt, wird auch noch mal überprüft, ob sich noch Personen in den Wohnungen befinden. Ich rechne mit einer Arbeitszeit von 2 bis 3 Stunden. Aufgrund der starken Verrauchung der Brandwohnung ist davon auszugehen, dass sämtliche Wohnungen in dem Geschoss und in dem darüberliegenden Geschoss für die nächsten Tage nicht bewohnbar sind. Laut Einsatzleitung lag der Brandherd in einem Wohnzimmer. Über die genaue Schadensursache kann derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittlung der Polizei hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.